Der Predigttext heute ist zwei Abschnitten aus Matthäus 24 entnommen. Ich lese zunächst die Verse 3 bis 14 und dann 32 bis 36. Die Vorzeichen. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt und zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Dann der zweite Abschnitt, Mahnung zur Wachsamkeit. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute feiern wir den Ewigkeitssonntag. Manche nennen ihn auch Totensonntag, vielleicht ist er euch da besser bekannt. Und wir denken an diejenigen, das haben wir gerade gemacht, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Das waren jetzt die aus unserer Gemeinde, aber ihr habt sicher auch noch andere im Freundes- und Bekannten- und Familienkreis. Manche sind nach einem langen, erfüllten Leben gestorben. Andere wieder viel, viel zu früh. Und andere sind ganz plötzlich aus dem Leben gerissen worden. Totensonntag steht der Tod im Mittelpunkt. Aber ist das wirklich so? Ist der Tod wirklich so endgültig? War das alles? Wir Christen glauben das nicht. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus hat den Tod überwunden und wir dürfen heute Ewigkeit feiern, den Ewigkeitssonntag. Auch wenn unsere Toten hier auf der Erde schmerzlich vermisst werden, das ist nicht das Ende. Und Ewigkeitssonntag, ich finde, das ist ein Wort voller Hoffnung. Wir feiern die Ewigkeit. Dabei geht es natürlich nicht um das ewige Leben hier auf der Erde, denn selbst die Erde selber ist nicht ewig. Auch sie ist vergänglich. Und jedes Jahr können wir das auch wieder aufs Neue sehen, wie vergänglich alles ist.
Es hat schon seinen Grund, warum wir im Jahreskreis der kirchlichen Feste das Sterben und den Tod im November gedenken. Im Moment sind wir gerade sonnenverwöhnt, aber wir kennen hier gerade am Bodensee auch die Tage ganz besonders gut, an denen alles grau in grau ist. Der Herbst, der eigentlich auch ganz viel Farbenpracht zu bieten hat, ist Ende November gar nicht mehr so bunt. Das meiste Laub ist abgefallen, es riecht oft auch draußen modrig. Die letzten Äpfel, die man vielleicht noch am Baum hängen sieht, sind oft verfault. Die Ernte ist eingeholt und draußen wird es jetzt doch echt ungemütlich. Es geht dem Ende entgegen im November in der Natur. Und trotzdem können wir, wenn wir draußen sind, dem ganzen Jahr mit einer ganz großen Gelassenheit begegnen. Denn wir wissen, der Frühling wird schon wieder kommen. Hat Gott ja schließlich schon Noah versprochen. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Aber Moment mal, solange die Erde besteht, hat er versprochen. Aber wie lange wird sie denn bestehen, diese Erde? Schon Paulus hat gesagt, die ganze Schöpfung seufzt, vor 2000 Jahren. Ich glaube, da waren die Regenwälder noch intakt. Treibhausgase und Massentierhaltung waren noch kein Thema. Ächzt und seufzt die Schöpfung nicht jetzt sogar noch mehr? Und sehen wir nicht überall Zeichen, dass es um unsere Erde irgendwie gar nicht so gut bestellt ist? Und ich finde, jetzt mit dieser Frage sind wir mittendrin in diesem heutigen Bibeltext. Und wir fragen mit den Jüngern, Jesus, wann ist es denn soweit? Wann kommst du wieder? Wann hat das alles hier ein Ende? Vor kurzem sprach ich mit einem unserer Nachbarn. Ein gläubiger, 90-jähriger Mann, den ich wirklich schätze. Auf seinem Haus, auf den wir den allerbesten Blick haben, da ist eine Uhr angebracht, deren Zeiger immer auf kurz vor 12 stehen. Darunter steht, es ist später, als du denkst. Ich bin mit ihm auch schon öfter ins Gespräch gekommen und für ihn ist es ein Anliegen, ebenso mit den Menschen ins Gespräch darüber zu kommen. Ich selber, und das habe ich ihm auch gesagt, ich finde das irgendwie befremdlich. Für mich ist das fremd, aber für ihn ist es eine ganz, ganz große Hoffnung, dass er Jesu Kommen ziemlich bald erwartet. Und das hat er letztens in einem Gespräch auch nochmal auf den Punkt gebracht. Da hat er gesagt, ich glaube nicht, dass es noch 50 Jahre dauert. Ach was, ich lege mich fest und sage, 50 Jahre sind zu lange. Jesus kommt früher, das glaube ich ganz fest. Das ist seine Position. Auch er weiß es natürlich nicht. Aber es ist eine große Hoffnung. Und jetzt brauche ich gerade mal eure Meinung. Ihr dürft euch natürlich auch enthalten, aber ich bitte euch vielleicht mal so zu antworten, wie es euer erster Impuls ist. Wer von euch kann sagen, dass er sich von ganzem Herzen darauf freut, dass Jesus endlich wiederkommt, dass das Leid und das Elend auf dieser Welt ein Ende hat und dass Gottes Liebe regiert? Mit Handmeldung. Sehr schön. Das freut mich zu sehen, dass so viele Hände hochgegangen sind. Das andere waren entweder so, naja, oder Enthaltung. Das deute ich mal nicht. Aber ich kann euch sagen, wie meine Reaktion war. Und ich hoffe, dass er nicht recht hat. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, kann ich mich nicht so richtig darauf freuen. Mein Kopf weiß zwar, dass es gut wird, ganz bestimmt sogar. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass unsere Erde endlich ist. Unsere Ressourcen sind nicht unerschöpflich. Aber ich dachte als erstes, ich will aber doch meine Kinder aufwachsen sehen. Vielleicht meine Enkel kennenlernen. Er hat gut reden. Er ist 90. Er hat mir letztens Bilder von seinen Urenkeln gezeigt. Aber dann dachte ich wieder, aber wann soll denn dann ein guter Zeitpunkt sein? Wann kann ich aus tiefster Überzeugung sagen, ja, Jesus, komm jetzt auf die Welt, richte deine Herrschaft auf, setz allem Unrecht ein Ende? Erst wenn ich alt bin und ich merke, das funktioniert nicht so. Gibt es denn einen Zeitpunkt, wann mir das Ende der Welt ganz gut in den Kram passt?
wahrscheinlich nicht. Wobei am Freitag, da musste ich zum Zahnarzt und da dachte ich kurz, also Jesus, wenn du kommen solltest, dann bitte vor der Behandlung und nicht danach. Aber mal ehrlich, diese Unsicherheit meinerseits, dass ich das nicht so aus vollem Herzen sagen konnte, hat mich dazu gebracht, mich mit dem Bibeltext, den wir eben gehört haben, mal genauer auseinanderzusetzen. Denn mein 90-jähriger Nachbar ist nicht der Einzige, von dem ich höre, dass die Zeichen der Zeit, die Corona-Krise mit eingeschlossen, noch nie so eindeutig waren wie jetzt. Und daher möchte ich in dieser Predigt mit euch drei Fragen nachgehen. Die erste ist, wie wird es sein, wenn das Ende der Welt naht? Zweitens, können wir etwas darüber sagen, wann Jesus wiederkommen wird? Ich denke, die Antwort ahnt ihr schon. Und drittens, Gottes Reich kommt. Aber was bedeutet es eigentlich? Schon als ich mich für dieses Thema entschieden habe, habe ich gemerkt, dass ich es hier mit biblischem Schwarzbrot zu tun habe. Das ist nicht so leicht verdaulich. Man muss doch lange darauf herumkauen. Es ist nichts für mal eben zwischendurch. Aber doch ist es wahnsinnig nahrhaft und sättigend. Und ihr habt es vielleicht auch gemerkt, als der Text vorgelesen wurde, dass ihr dachtet, huh. Und so ging es mir in der Vorbereitung für die Predigt ganz oft, dass ich dachte, warum habe ich mich nicht für was anderes entschieden? Aber das Thema ist ja nun wirklich nicht nebensächlich. Jesus redet sehr viel vom Ende der Zeit, von einer neuen Welt. Daher fiel es mir auch schwer, mich auf einen Bibeltext konkret festzulegen. Und ich bin auch eigentlich kein Fan von so zerstückelten Predigttexten. Aber es gibt so viel dazu zu sagen und so viel dazu zu lesen, dass ich mich jetzt einfach festlegen musste und mich hier für den Matthäustext entschieden habe. Ihr findet ihn so auch bei den anderen synoptischen Evangelien, also die man so vergleichen kann, Markus und Lukas. Und sie sind Teil der sogenannten Endzeitrede Jesu. Und die Frage, die die Jünger Jesu stellten, kommt nicht von ungefähr. Es lohnt sich da definitiv, das ganze Kapitel in seinem Zusammenhang zu lesen. Jesus war mit seinen Jüngern im Tempel und sie waren unglaublich beeindruckt von diesem großartigen Gebäude. Und Jesus' Reaktion darauf ist ziemlich nüchtern. Er sagt ohne Umschweife, dass hier bald kein Stein mehr auf dem anderen stehen wird. Und das muss die Jünger ziemlich schockiert haben. Der Tempel in Jerusalem, der Ort, an dem Gott wohnt. Sie fragten Jesus, wann das denn passieren wird. Und gleichzeitig setzen sie mit dieser Frage das Ende der Welt gleich. Jesus, wann wird das passieren? Wenn der Tempel in Jerusalem nicht mehr besteht, dann muss die Welt zu Ende sein. Und es dauerte nur circa 40 Jahre, bis der Tempel tatsächlich zerstört wurde. Für die gläubigen Juden und Christen war das ein wahrer Weltuntergang. Aber die Welt drehte sich tatsächlich weiter. Jesus malt den Jüngern ein ziemliches Schreckensszenario auf. Viele schlimme Dinge werden passieren, bis Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommen wird. Und da war irgendwie mein Zweifel, ganz ehrlich, wie kann ich mich denn darauf freuen? Wie wird es sein, wenn das Ende der Welt naht? Und Jesus gibt darauf ziemlich eindeutige Antworten. Und die können einem, wie ich finde, wirklich Angst machen. Es treten Irrlehrer auf, die behaupten, Christus zu sein. Es werden von vielen Kriegen und Kriegsgerüchten berichtet. Es wird Erdbeben und Hungersnöte geben. Die Christen werden verfolgt und getötet und sie werden von allen Nationen gehasst werden. Aber kann es wirklich sein, dass Jesus mit diesen Worten bezwecken will, uns Angst einzujagen? Ist nicht Jesus derjenige, der uns von dem Liebenden, von dem Gnädigen, von dem Vergebenden Gott erzählt? Was bezweckt Jesus denn damit? Hinter all den Aussagen steht ein großes: Seid wachsam und habt keine Angst. Ja, danke, Jesus, das sagst du so leicht, aber wenn ich dein Wort ernst nehme, wie kann ich dann vor solchen Zeiten keine Angst haben? Aber es wird noch was anderes passieren. Das Evangelium wird auf der ganzen Erde verkündigt. Jeder wird die gute und die rettende Nachricht hören. Gott liebt dich
Und durch Jesus ist der Weg frei zu Gott, dem Vater. Und ich glaube, das müssen die Menschen dann auch erfahren und spüren, dieses Evangelium, damit sie es verstehen können. Und ich glaube, das heißt, es wird auch Gutes in der Welt geschehen, weil Menschen nach diesem Evangelium handeln werden. Gutes und Böses passieren gleichzeitig. Und auch dazu erzählte Jesus den Jüngern einige Kapitel vorher ein Gleichnis. Die gute Saat und das Unkraut wachsen parallel. Die gute Saat steht hier für das Gute und das Unkraut für das Böse. Und wir leben in einer Zeit, in der das Gute und das Böse sich vermehren. Ja, stimmt, was wir in den Nachrichten sehen, das kann uns Angst machen. Man kann sich oft fragen, wie Menschen sich gegenseitig so schlimme Dinge antun können, wie das Böse so großen Raum in unserer Gesellschaft einnehmen kann, wie es so viel Armut und Ungerechtigkeit geben kann und oft auch, wie ich selbst in all dem Schlechten mit verstrickt bin. Sei es durch falsche Entscheidungen oder auch durch strukturelle Ungerechtigkeiten, mit denen auch ich Schuld auf mich lade, auch wenn ich das gar nicht will. So wird es also sein, wenn Jesus wiederkommt. Beides passiert, das Gute und das Böse. Und das ist auch irgendwie eine Antwort auf die zweite Frage. Können wir was dazu sagen, wann Jesus wiederkommt? Wenn wir das vorhin Gesagte nochmal verinnerlichen, wann ist denn diese Zeit, in der das alles passiert? Stehen wir da nicht schon mittendrin? Sehen und hören wir nicht immer wieder neue Schreckensmeldungen? Kriege, wie sie unmenschlicher nicht sein könnten, zum Beispiel in Syrien. Hungersnöte, 690 Millionen Menschen in mehr als 50 Ländern leiden an Hunger und Unterernährung. Erdbeben, wie zuletzt in Griechenland und in der Türkei, wo allein in der Stadt Izmir, in der unsere Partnergemeinde steht, 115 Menschen ihr Leben verloren haben. Wegen ihres christlichen Glaubens Verfolgte. Nordkorea belegt einen unrühmlichen ersten Platz auf dem Weltverfolgungsindex. Christen werden bei Entdeckung sofort in Arbeitslager gebracht oder mit ihren Familien auf der Stelle getötet. Wir haben eben von Afghanistan gehört, zweiter Platz. Im Iran, der Platz 4 belegt, hat sich die Verfolgungssituation für Christen noch verschlechtert. Hier wurden etwa 2,5-mal so viele iranische Christen im Vergleich zum Vorjahr verhaftet. Und all das sind nicht nur die Zeichen unserer Zeit. All das gab es schon immer. Wir hören natürlich auch noch mehr davon durch die Nachrichten. Wir kriegen vieles, was auf der Welt passiert, mit. Es gab aber schon immer Hungersnöte und Seuchen, Kriege und Erdbeben. Und auch Paulus ging damals davon aus, dass er eben in dieser Zeit lebt. Er lebte in der Erwartung, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Er ging sogar davon aus. Und auch die Jünger mussten davon ausgehen, dass sie das Ende der Welt noch erleben werden würden. Denn Jesus sagte ihnen in Vers 34, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen wird. Und so war es ja dann auch tatsächlich. Einige erlebten die Zerstörung des Tempels vielleicht noch mit. Und auch die anderen Warnungen finden ihre Begründung in der Apostelgeschichte. Es treten Irrlehrer auf. Auch Unruhen traten in Jerusalem, Syrien und in Ägypten auf. Unter dem römischen Kaiser Claudius kam es zu einer großen Hungersnot. Auch davon können wir in einer Randbemerkung in der Apostelgeschichte etwas lesen. Und die Verfolgung der ersten Christen können wir in der Bibel natürlich ebenfalls nachlesen, gehörte doch Paulus selbst vor seiner Begegnung mit Jesus zu den schlimmsten Verfolgern. Es war also kein Wunder, dass es den Jüngern damals nicht anders ging als uns vielleicht mit den Fragen heute. Auch sie sahen das Leid der Welt, hörten von schlimmen Ereignissen und furchtbaren Zuständen. Sie sehnten sich danach, dass all das Schlechte ein Ende haben möge. Wir sehen aber auch, dieser biblische Text, dieser Matthäustext,
der hat eigentlich zwei Bezugspunkte. Zum einen betrifft er die Christen in dieser Zeit direkt. Und zum anderen geht er aber auch über das Neue Testament hinaus bis in unsere Zeit. Das Gute wächst ebenso wie das Schlechte. Der Weizen wächst wie das Unkraut. Ich glaube nicht, dass es Jesus darum geht, uns Angst zu machen und nicht darum, dass wir anderen mit düsteren Zukunftsaussichten Angst machen. Jesus beschreibt den Zustand der Welt. Es gibt viel, viel Schlimmes und es gibt auch viel Gutes. Der Begriff Endzeit, wie wir ihn ja oft verwenden oder hören, beschreibt eigentlich neutestamentlich die Zeit, in der Jesus als kleines Baby in Bethlehem geboren wurde, bis zu seinem zweiten Kommen, das wir erwarten. Ja, und wann wird das sein, dieses zweite Kommen? Ihr werdet die Antwort ja schon wissen, wie ich eben gesagt habe, denn sie gibt Jesus uns selbst in Vers 36. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Wir wissen es nicht. Mein Nachbar weiß es nicht. Gottes Reich kann heute Nachmittag anbrechen. Es kann vor eurem nächsten Zahnarztbesuch sein oder danach. Und es kann noch 50 Jahre dauern oder 500 oder noch länger. Es kann in unserer Generation sein oder in der Generation der Kinder deiner Kinder. Und damit zur dritten Frage, und das ist eigentlich die für mich am wichtigste Frage. Gottes Reich kommt. Und was bedeutet das eigentlich? Die Verse, die wir eben gelesen haben, kann man eigentlich gar nicht so gesondert, wie wir das jetzt gemacht haben, betrachten. Denn sie stehen in einem größeren Zusammenhang. Wir haben uns hier ungefähr nur das erste Drittel dieser Endzeitrede angeschaut. Deshalb nochmal die ganz dringende Empfehlung, lest das Kapitel mal als Ganzes. Ich kann den Rest eigentlich hier nur anreißen, denn die zwei weiteren Drittel sind für unser Leben eigentlich sogar noch bedeutender. Denn hier geht es um die Konsequenzen, die wir aus diesem Wissen ziehen sollen. Man könnte sich ja jetzt zurücklehnen. Es ist doch sowieso alles irgendwo immer schlimm. Die Erde ist endlich. Vielleicht geht es ja sogar schneller, wenn wir alles einfach laufen lassen. Warum sollte man nicht das Böse sich selbst überlassen? Der zweite, wesentlich längere Teil zeigt aber, Jesus will uns zum Handeln befähigen. Er will uns keine Angst einjagen, sondern uns zeigen, wie wir uns trotz all dieser Düsternis zu verhalten haben. Wir sollen gerade deshalb aktiv werden. Wir sollen handeln. Wir sollen das Gute fördern, die Menschen trösten, Licht sein, auch in der allergrößten Dunkelheit. Wir sollen uns um Arme und Bedürftige kümmern. Das ist es, was die Endzeitrede Jesu in uns hervorbringen möchte. Ein ziemlich guter, wie ich finde, evangelischer Theologe, der Jürgen Moltmann, dessen bedeutendstes Werk Theologie der Hoffnung heißt, der schrieb eben da, Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen, ist die Aussicht und die Ausrichtung nach vorne und Aufbruch und Wandlung in der Gegenwart. Also Aussicht und Ausrichtung nach vorne und Aufbruch und Wandlung in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Und da dachte ich, das gefällt mir total gut. Denn es geht darum, Hoffnung zu verbreiten, das Gute zu tun, die Schöpfung zu bewahren und zu schützen, auch und gerade, weil sie endlich ist. Und das ist unsere Aufgabe. Wir haben die große, große Hoffnung und den Glauben, dass eines Tages Gottes Reich in seiner Vollkommenheit sein wird. Und dieses Wissen sollte uns beflügeln, schon jetzt ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen. Bonhoeffer, von dem wir eben ja auch gehört haben, der wirklich wusste, was es bedeutet, dass es auf der Erde richtig schlimm zugeht, hat gesagt, mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht. Dann wollen wir die Arbeit für eine bessere Welt aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Und an der Stelle merke ich, da verändert sich was in mir.
Ja, ich liebe dieses Leben, wirklich. Und ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar, dass es mir in dieser Gesellschaft, in diesen Breitengraden so gut geht. Dass ich in einem Land lebe, das vor vielen Dingen verschont bleibt. Vielleicht nicht vor Krisen wie der Corona-Krise, die ebenfalls viele Menschen in die Arbeitslosigkeit treibt. Das ist mir wirklich bewusst. Die auch Menschenleben kostet und vielen Menschen Einsamkeit bringt. Und trotzdem sind wir in vielen Dingen noch verschont von Hungersnöten, Erdbeben und Kriegen. Jetzt im Moment. Es gibt keine Garantie, dass das immer so bleiben wird. Und ich denke auch an die Menschen, denen es eben nicht so gut geht. Hätte ich die eingangs gestellte Frage Christen in Nordkorea oder Menschen in von Kriegen geschüttelten Ländern gefragt, würden sich wohl sehr, sehr viele nach einer sehr schnellen Vollkommenheit des Reiches Gottes sehen. Allein schon für diese Menschen hoffe ich auf eine bessere Zukunft, an die ich durch das Kommen Jesu wirklich glaube. Und auch für die Menschen in unserem Land, die unter Ungerechtigkeit, Armut, mangelnder Teilhabe und auch an der Corona-Krise leiden, bitte ich Jesus, schaff Gerechtigkeit so schnell, wie es eben geht. Letzten Sonntag hatten wir Johannes Stockmeier da, der über das Vaterunser gepredigt hat. Ihr erinnert euch wahrscheinlich. Unter anderem sprach er von der Bitte, dein Reich komme. Die Bitte, dass Jesus fortfahren möge, seinen Willen hier auf der Erde durchzusetzen. Dein Reich kommt, du kommst, lass mich das immer mehr sehen, waren seine Worte. Er forderte uns auf, uns mal darüber auszutauschen, wo wir das denn schon sehen können, dass Gottes Reich kommt. Und das will ich gerne nochmal unterstreichen. Gott ist auf dem Weg zu uns, schon seit 2000 Jahren. Nächsten Sonntag feiern wir den ersten Advent. Advent heißt ja Ankunft. Jesus kommt. Wir wissen, dass er kam als kleines Baby in Bethlehem. Und heute leben wir sozusagen im Dauer-Advent. Wir warten auf ihn und wir können viel dazu beitragen, dass sich hier auf der Welt Gottes Wille durchsetzt, dass er bei uns und in uns ankommen kann. Das Reich Gottes breitet sich aus unter uns, wie ein Sauerteig, der den ganzen Teig zersetzt. Das Gute passiert, es wächst unter uns und wir können daran teilhaben. Wir können das Gute in Menschen zutage bringen. Wir können helfen, Strukturen zu schaffen, in denen Menschen menschenwürdig leben können. Wir sind aufgefordert, der Ungerechtigkeit in der Welt die Stirn zu bieten. Und genau das ist eigentlich die Verheißung, die wir in 2. Petrus 3, Vers 13 finden. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Und darauf freue ich mich. Das ist eine gute Zukunftsaussicht. Gottes Gerechtigkeit regiert. Der Gott, der selbst die Liebe ist, wird regieren. Und alles Böse und jede Ungerechtigkeit hat keine Chance mehr. Und da bin ich gerne dabei. Ob ich mich darauf freue? Auf jeden Fall. Jetzt ist noch November. Aber wie man am Feigenbaum, dessen Zweige im Frühling weich werden und Blätter hervortreiben, erkennt, dass der Sommer nahe ist, so kann ich auch heute eine Ahnung davon bekommen, wie es sein wird, wenn Gott die Geschichte ganz in seine Hand nimmt und zu dem besten Ende bringen wird, das man sich überhaupt vorstellen kann. Ein Leben in der Ewigkeit mit Gott. Darauf freue ich mich. Amen. Ich möchte euch den Psalm 121 als Segen zusprechen und bitte euch, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder heimkehrst, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen.